Ja, hallo und herzlich willkommen zurück bei dem Letzten, der überlebt hat. Ja, wir sind wieder zurück in dieser sehr interessanten Welt von diesem neuen Survival-Spiel. Wir haben eine Werkbank gebaut, die letztes Mal nicht ganz so funktioniert hat, wie ich es mir gewünscht habe. Woran liegt das jetzt genau? Wenn ich jetzt hier nochmal auf Planke gehe. Ein Baumstamm. Wir haben einen Baumstamm 2 sogar hier im Rucksack. Jetzt tue ich mal einen da mit rein. So, jetzt gehe ich nochmal kurz rein. So, und jetzt einmal aufmachen. Nicht genügend Materialien. Nicht genügend Materialien. Warum? Ich hab doch... Neunmal... Oder geht das... Man kann da auf 1 gehen, oder? Produktionszeit? Nicht genügend Materialien, aber ich hab doch... Oder muss ich das hier reinlegen? Ach Gott, warte. Warte. Ich weiß. Ich hab's raus. Ich hab's, glaube ich, raus. Ach, leck mich doch am Arsch. Ja, siehst du, jetzt geht's auch. Oh, man muss das hier reinschieben. Halleluja. Ja, Halleluja. Ach, Halleluja. Ach, Halleluja. Schau es dir an. Das ist ja wunderbar. Jetzt weiß ich ja, wie es geht. Man muss das da reinschieben. Oh Gott. Oh ja, Halleluja. Ja. Schön. Ah, ist das herrlich. So, da sind die hier drin. Mechanische... Die Fertigkeits... Ja, das war jetzt zu schnell. Alter. Ups. Okay. Okay. Das war noch nicht fertig, was da stand, glaube ich, oder? Warte. Mal entfernen, anklicken. Wo habe ich die jetzt reingelegt? Wo habe ich die jetzt reingelegt? Zum Entfernen? Hä? Ich habe sie gerade entfernt, aber... Okay, wir warten mal kurz. Ach nee, ich habe jetzt... Baue ich einen verdammten Bauhammer. Ah, jetzt habe ich den verfluchten Bauhammer gebaut. Ich bin so schlau. Ich übe noch. Ich würde sie gerne drehen können, die Gegenstände. Jetzt kann ich sie auch reinschieben, okay? Wenn wir schon mal dabei sind. Holzstock, Stein. Machen. So. Man muss die erst hier... Warum muss man die dann bitte schön erst da reinschieben? Ich habe die doch hier... Man kann man da... Ah, das finde ich aber jetzt gerade ein bisschen komisch, oder? Das finde ich aber jetzt gerade ein bisschen komisch. So, einen Stein brauche ich, ne? Dann kann ich nämlich 3 Pfeile machen. Und guck mal, die Baumstämme bleiben hier liegen. Die spawnen also nicht. Das war ja wieder typisch. Ja, ich... Okay, also... Ich habe jetzt gerade noch nicht die Kommentare ab der letzten Folge abgewartet, weil mir also da es ein paar Hinweise gibt, ganz lieb gemeint, dass ich die Sachen da reinschieben muss. Ich bin dann doch nochmal... Ich habe nochmal Lust gehabt, weiterzuspielen. Und selbst drauf gekommen, dass man das hier reinschieben muss. Und dann funktioniert das Ganze. Ach ja. Naja. 3... Oh. Okay. Der macht aber auch mehr daraus, oder? Der macht mehr Pfeile aus diesem... Habe ich jetzt... Was heißt das hier unten mit den 3? Zum Entfernen, bitte klicken. Warum habe ich jetzt da unten... Ich bin gerade irritiert über das hier. Das fällt. Okay, ich habe es genau 3 gemacht, wie ich es auch gedacht habe. Ich war irritiert, dass jetzt hier überall 3 stand. Ich dachte, da würden jetzt 9 Pfeile daraus kommen. War da doch nicht so. Okay, ich lerne noch. Ich übe noch. Ich kann nichts dafür. Okay, alles klar. So, dann fügen wir mal hinzu. Erforderliche Teile habe ich jetzt auch hinzugefügt. Das ging gerade auch. Wunderbar. Ich übe noch. Also ich übe noch. Bitte nicht so sehr, ja, bitte nicht böse sein. Also bitte nicht, na, ihr wisst ja, wie ich bin. So, legen wir es auch hier wieder rein. Ich kann aus einem Baumstamm. Planke. Oh, ein bisschen. Das mit dem Draufklicken hier, da habe ich noch nicht so ganz. Wir warten mal einen Augenblick, bis die Leiste voll fährt. Jetzt habe ich auch. Okay, man braucht also nur einmal so ein Ding zu machen hier. Da macht er dann aus einem Baumstamm 4 Bretter. Alles klar. Aber das habe ich noch nicht herausgefunden, wie man das hier drehen kann. Das weiß ich gerade noch nicht.
Wie kann man das drehen? Die Information könnt ihr mir gerne noch geben. Oh, guck mal, es hat aufgehört zu regnen. Ah, ich kann es gerade fühlen. Ich kann es fühlen, wie sich das hier anfühlt gerade. Nach dem Regen. Und vor allem hier barfuß rumzulaufen. Jetzt haben wir eine Holzkiste. Da würde ich mal vorschlagen, packen wir mal ein bisschen was rein. Guck mal, jetzt nämlich besser sammeln gehen. Munition haben wir eh noch nicht. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal in dieser Folge mal gucken, dass wir mal in irgendein Haus reinkommen. Wir brauchen einen Topf, um Wasser herzustellen. So, glaube ich, vermute ich mal, so kann man Wasser hinkriegen. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir. Und wo kann man einen Topf bekommen, wenn nicht in irgendeinem Haus, wo eine Küche ist? Ganz ehrlich, ich glaube, das ist, glaube ich, realistisch, oder? So, wir packen mal ein bisschen was hier rein. Wie kann man es drehen? Ich bin noch nicht dahinter gekommen. Ich bin noch nicht dahinter gekommen, wie man drehen kann. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich bin da gerade ein bisschen überfragt. So, unsere Batterie, die müssen wir auf jeden Fall aufheben. Gut, dass wir sie haben. So, die Kiste kann man, glaube ich, nicht mitnehmen später, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt hier dauerhaft niederlassen möchte, weiß ich nicht. Es gibt bestimmt noch mehrere gute Orte, wo man dann hinterher sich niederlassen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich hier niederlassen möchte. Das ist einfach nur jetzt zum Testen, weißt du? Das ist einfach nur zum Testen des Spiels. So, die Wasserflasche. Wir können ja mal einen Schluck trinken. Wir brauchen dringend. Müssen uns dringend irgendwie Wasser besorgen. Durst plus 30 haben wir ein bisschen mehr. Die ist jetzt leer, die Flasche. Okay, lassen wir einmal hier drin. Die brauchen wir wahrscheinlich, um abzufüllen. Okay, dann würde ich ver. Herzlich willkommen bei Miss Survival. Das hat ja noch gefehlt. Das hätte noch gefehlt. Wenn jetzt hier auch noch, jetzt auch noch Nebelzombies auftauchen. So ein Gefühl habe ich gerade. So ein Gefühl habe ich gerade. So. Speer mal kurz gucken. Wenn ich jetzt. Okay. Ich habe den letzten Mal habe ich den geworfen irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. Also mal einfach nur so stechen. Okay, alles klar. Aber wir benutzen natürlich unseren Bogen. Das ist aber schon wie ein Wetterverhältnis hier im Spiel. Ist schon sehr cool. Okay, da oben waren wir drin, ne? Da war das Lagerhaus. Huch! Was war. Toller Spawn der Zombies, Jungs! Toller Spawn! Wie ist denn der gerade darüber gesprungen? So, waren wir eigentlich hier schon komplett? Ich bin nicht ganz sicher. Waren wir hier schon komplett? Ich glaube, hier ist noch einiges zu holen. Oh, hallo, 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 hallo. Was haben wir da? Eine Zeitschrift. Mentalität 10. Und schon ist es dunkel. Ja, wie schön. Was kann man damit machen? Verwenden. Das haben wir auch geil gemacht. Super. Jetzt erlernt er so ein bisschen was. Das ist schon sehr cool. Das finde ich mega. Das finde ich super. Es ist nur leider jetzt sehr dunkel gerade. Wir machen mal kurz einen Versuch. Bildschirmeinstellungen. Was ist, wenn ich das jetzt hier ein bisschen höher stelle? Das ist doch mal ein netter Trick, oder? Das ist doch mal cool. So kann man hier in Dunkelheit, wenn man keine Taschenlampe verschwenden möchte und noch keine Batterie hat, sich ein bisschen zurecht, ja, ein bisschen die Helligkeit hochschrauben. Was sind das so Army-Kisten? Da müsste doch eigentlich was Nettes drin sein, oder? Man kann ja aber nur eine Kiste davon öffnen, leider scheinbar. Warum ist da jetzt nichts drin, was wir brauchen können? Oh, also. Was? Hui, hui. Okay, unsere ersten zwei Waffen. Mega. Geile Waffen. Cool, feier ich. Oh, Motor. Natürlich, warum nicht? Einfache Teile. Natürlich, warum nicht? Wir haben zwei Motoren gefunden. Die würde ich gerne mal einbauen gleich. Zement haben wir auch. Ja, warum nicht? Warum nicht so viel? Ja. Ich freue mich. Ja, Halleluja. So, wie sieht's aus? Haben wir noch eine andere Tür? Nein, es sieht so aus, als wenn noch eine Tür wäre. Ist aber nicht.
Das ist sehr cool, dass man jetzt hier. Ja, der Nebel. Sehr cool, dass man das jetzt ein bisschen aufhellen kann. Wir haben hier jetzt, wie viel Uhr? 7:30. Wir können auch in Dunkelheit noch hier gut sehen. So, der Typ, der war daneben, hinterm Haus müsste er jetzt sein. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt hier so rein kann. Ich hoffe, der ist nicht drin. Ich hoffe, er ist nicht drin. Würde gerne zumachen, die Tür, als Sicherheit. Oh, geil. Das ist doch mal nice. Cool, haben wir eine Kleidung. Eine Hose wäre nicht schlecht, aber ich freue mich schon mal, dass wir jetzt ein T-Shirt haben. Finde ich cool. Immer ein bisschen was schon mal oben rum an. Wir brauchen auf jeden Fall aber, wir müssen eine Küche haben hier. Wir brauchen irgendwie einen Topf. Das ist nur ein Haus, wo ein Schlafzimmer drin ist. Weißt du Bescheid? Keine Küche. Oh ja. Halleluja. Geil. Munition en masse. Noch mehr Munition en masse. So, wenn ich jetzt die Waffe einmal nehme, einmal gucken, wenn ich jetzt einmal umschalte, das ist die AK und diese hier. So, wenn ich jetzt einmal nehme, habe ich Munition dafür? Ich habe bereits Munition dafür. Sehe nicht gut. Jetzt können wir uns ein bisschen besser verteidigen. Und diese hier? Ja, wir haben für beide haben wir Munition. Wir haben für beide Waffen Munition. Cool. So. Wir lassen die Waffen mal so eingeschaltet, glaube ich, würde ich vorschlagen. Ne? Ich guck mal eben kurz, ob ich diesen Speer. Ich doch vielleicht. Ne, der ist leider nur für. Ach, warum geht das nicht? Warum kann man nur die ersten beiden als Waffen nehmen? Man kann nur hier die hier als Werkzeuge und die ersten beiden als Waffe nehmen, scheinbar. Das ist aber echt, das ist aber unglücklich. Das müsste aber ändern, wer auch immer der Entwickler ist. Das sollten sie aber noch dringend ändern. Und den Bogen will ich ganz ehrlich gesagt sagen, den lasse ich auch mal. Wir haben jetzt, wie viel Schuss haben wir jetzt für was? 16 und 30. Da würde ich sagen, nehmen wir die 30er mit, ausgerüstet unten. Und den Bogen tun wir dann auf die 1. So. So, dann gucken wir mal, wo unser Kollege ist. Wir brauchen ein Haus mit. Was? Ich muss leider sagen, das Feeling gerade ist besser als bei Miss Survival. Ich muss es leider sagen. Uah. Würde den Feindkontakt gerne so weit wie möglich. Irgendwie verhindern, wenn ich ehrlich bin. Das Spiel wird gespeichert. Hallo, noch eine Batterie. Noch eine kleine Flasche Benzin. Eisenblock, Kupferblock zum Einschmelzen wahrscheinlich. Große Flasche Kraftstoff. Wir können uns unser Auto zusammenbauen, finde ich gut. Autoteile, wofür auch immer die Autoteile gerade sind. Ich habe mich dann mit der Materie noch nicht befasst. Ich finde das auch so realistisch, dass man einen Wagen, der seit Ewigkeiten wieder aufgemacht wird, dann dieses Puff, weißt du? Das finde ich schon sehr cool gemacht. Boah, ich mag das Spiel. Oh, eine militärische Tasche. Oh. Oh. Da müssen wir mal gucken, was besser ist, oder? Aufsammeln. Mehr. Verwenden. Despawnen die Dinger. Despawnen die. Aufsammeln. Müssen wir mal ganz kurz reingehen. Verwenden. Ich weiß nicht, ob die größer ist. Aber ich hätte gerne so ein militärisches Ding. Wäre schon geil, oder? Militärisch wäre schon geil. Mal. Die ist kleiner, oder? Die ist schon kleiner, oder? Ich glaube, die ist kleiner.
glaube, die ist kleiner. Ich bin nicht ganz sicher. Kann ich die irgendwie reinlegen ins Auto zurückpacken? Haben wir unsere Sachen wieder? Wir haben unsere Sachen wieder, okay. Ja, komm, egal. Tasche ist Tasche. So. Ich dachte, in den Wohnhäusern wäre vielleicht eine voll ausgestattete Wohneinheit. Es war doch keine richtige Küche zu finden. Da finde ich ein bisschen schade. Ich hätte gerne eine Küche gehabt, um vielleicht einen Kochtopf zu bekommen. Das wäre vielleicht nice gewesen. Da war irgendwas. Ja, das ist super. Ah, ass rein. Ja, wir haben ein Toch, ein Toch, ein Kopf, ein Topf. Ja, sofort. Ab durch die Mitte zurück. Ja. Und ich glaube, die Gegenstände bleiben hier von jedem Mal gleich, oder? Das heißt, in diesem Gebäude könnt ihr einen Topf finden. Ja. Halleluja. Also hier am Spawning Point könnt ihr euch, wenn ihr euch da ordentlich. Alter! Boah, Alter! Ich hab mir, glaube ich, nichts getan, oder? Der ist doch gar nicht tot! Ist doch gar nicht tot! Drecksau! Die viel. Meine Stamina ist im Arsch. Meine Stamina ist im Arsch. Warte doch mal kurz. Warte doch mal kurz. Ich kann mich gar nicht wehren. Jetzt warte doch mal, Junge. Ich habe meine Stamina im Arsch. Jetzt mach doch mal was. Jetzt bin ich am Bluten. Jetzt bin ich gleich tot. Ah, lecco mio della. So und so. Ah, super. Was mache ich denn jetzt? Ich habe leider nichts zum Blutstillen, ne? Ich werde sterben, oder? Ich werde sterben. Ich muss ganz schnell zurück. Etwas in die Kiste legen, was hoffentlich gespeichert wird. Ah, fuck it. Fuck it, fuck it, fuck it. Ah, nee, du. Ah, na. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss darüber, ne? Ah, ist das ärgerlich. Ich werde sterben. Das erste Mal. Und da hinten komme ich. Ich habe mich gerade total verfranst. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich gerade bin. Das ist unser Wagen hier. Den kann man sich zurechtbauen, ne? War das da hinten? Das war die Bude, wo wir waren, ne? Da war die Bude. Ich glaube, ja. Oh nein. Oh nein. Ich muss mich beeilen. Ich weiß nicht, ob Rennen gut ist. Ich glaube, Rennen ist nicht gut. Ah, fuck it. Fuck it. Bald. Ich bitte bleib am Leben. Bleib bitte so lange am Leben, bis die Waffen gesichert sind. Bitte, bitte, mein Freund. Bitte bleib am Leben. Bitte bleib am Leben. Oh, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it, fuck it. Ich bin nervös, bin nervös. Ich bin nervös. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Nein, ich bin tot, verdammte Axt. Oh, fuck it. Fuck it. Oh, nee, du. Ah, oh, nee. Aber ich habe ja gesagt. Ich werde eine Zeit. Was? Oh! Hallo! Das ist ja cool! Das ist ja geil! Ja, das ist ja cool! Wir sind wiedergeboren worden! Die Sachen bleiben dann hier, als Kreuz! Das ist ja mal cool! Ja, hallo! Das finde ich ja echt mega cool! Das Kreuz, was da war, das ist ja auch mega! Da haben wir unseren Topf hier noch weiterhin. Das ist ja cool. Erstmal Wasser herstellen. Erstmal Wasser herstellen. Wir haben hier alles auf 100%. Okay. Jetzt sind wir einmal gestorben und ich brauche gar keine Angst zu haben. Ich brauche keine Angst zu haben, wenn ich sterbe. Wir haben unsere Sachen wiederbekommen. Die liegen dann da am Kreuze. So, kann ich jetzt irgendwie den. Wie kann ich jetzt Wasser in den Topf packen? In den Behälter für Wasser ziehen. Ah, okay. Einfach jetzt ins Menü gehen, in den Behälter für Wasser ziehen. In den Behälter für Wasser ziehen.
Hier ein Behälter für Wasser ziehen. Warte, 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 warte. Hä? Jetzt habe ich den Topf verloren. Och, nee. Ach, fick dich. Ah, Mann. Warum ist das so blöde gemacht? Warum ist das so blöde gemacht? Jetzt habe ich den verdammten Topf verloren. Oh, fick dich, Spiel. Nein, ich habe den Topf verloren. Und warum kann sich, warum, wenn das Menü auf ist, warum kann es sich nur so komisch bewegen? Ich will den Topf wieder haben. Ich will den verdammten Topf wieder haben. Ich kann sogar schwimmen. Aber nicht tauchen, oder? Wir haben den Topf verloren. Wir haben den verdammten, verfickten Topf verloren. Warte mal, wir haben noch nicht gespeichert, oder? Wir müssen nochmal kurz zurück. Ab wann hat er gespeichert? Ich möchte jetzt ungern den Topf. Ich weiß, es gibt bestimmt mehrere. Ich weiß. Oh, wir müssen die Grafik wieder ein bisschen umstellen. So, das werden wir mal ein paar Mal machen, glaube ich. Aber finde ich gut. Wenn wir einmal gestorben sind, wenn wir dann da so ein Kreuz haben und dann unsere Gegenstände da wiederfinden können, ist das schon sehr, sehr gut. Ich dachte, die ganzen Sachen wären weg. Weil es war ja, als wir im letzten Test, da waren wir ja nackig, ne? Wobei, wir hatten ja noch keinen Spawning Point. Das heißt, an den Ort, wo wir gestorben sind, hätte dann so ein Kreuz sein müssen. Wo wir unsere Sachen wieder haben, finden können. Das ist ja cool. Also nichts umsonst. Also es geht nichts verloren, auf gut Deutsch. Ja, also wenn es hier irgendwann richtige Zombie-Horden gibt, dann Halleluja. Nein, hat er genau hier gespeichert. Ah, so ist das ein Assi-Spiel. Ma! Alter! Das darf doch nicht wahr sein. Machen wir eben kurz wieder die Grafik wieder ein bisschen. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist ja immer. So. Also müssen wir uns wieder einen neuen Topf holen. Wie schön. Immerhin haben wir unsere Waffelchen. Eine Waffe. Ich hab nur. Warte mal, die eine liegt da hinten noch, ne? Die eine liegt doch hier noch irgendwo, hab ich doch. Genau. Okay, wir müssen uns einen weiteren Topf holen. Und das mit dem Wasser habe ich noch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt. Wasser rein. Aber kann ich die auch. Vielleicht kann ich das mit der Flasche nochmal ausprobieren. Und ich würde die alle Waffen würde ich ganz gerne nicht so gerne rumschleppen. Ich würde gerne die Waffen sichern. Nur verbauen wir uns noch eine weitere Kiste, wo ich Waffen reintun kann. Das wäre vielleicht nice. Bei Munition haben wir auch ein bisschen was mittlerweile. Da würde ich gerne mal den Motor versuchen einzubauen. Die Batterie, da haben wir vielleicht ein paar Autoteile weniger hier im Slode. Ja, warte, warte. Ich wollte ja die Waffe reinlegen, ne? Warte mal. Wir brauchen erst Platz. Wenn ich wüsste, wie man das hier drehen kann, wäre das schon sehr hilfreich, meine Freunde. Ist das gut, wenn die Waffe so nass wird? Ist das gut? Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Gegenstand in der Nähe. Ach so, da. Ah, auch gut. Auch gut. Für den Gegenstand in der Nähe finde ich auch sehr gut. Das heißt, man kann also, man muss also nicht zwanghaft alle Stöcke und Steine aufsammeln. Man klickt dann einfach auf Gegenstände in der Nähe und packt die dann so rüber. Das geht, glaube ich, auch bei Crafting-Gegenständen. Grober Holzbogen, das ist unser Holzbogen. So, die Steinaxt packen wir wieder rüber. Was kommt da rüber? Das Steinmesser, erstmal, das ist keine direkte Waffe, sondern auch ein Werkzeug. So, dann nehmen wir den einen Holzbogen wieder hier auf die 1. Da haben wir mal. So, das ist diese Waffe, packen wir mal hier mit drauf. Haben wir wieder ein bisschen Platz gemacht. Und die eine Batterie. Dann gucken wir mal, ob wir das Auto irgendwie wieder. Warte mal. Ich habe die Einstellung noch nicht richtig gemacht. Ich muss auf Anwenden klicken, oder? Warte. Hab's gleich. Das ist ganz hell, oder? Das ist ganz hell, oder? Das ist jetzt ganz hell. Wie viel Uhr meine ich jetzt? 6.02 Uhr. Okay, warte. Ich darf wieder ein bisschen runtersetzen. So. Machen wir Standard wieder herstellen.
Wenn ich genau weiß. Das ist Standard. Ach ja, ich vergaß. Ich habe ja die Einstellungen. Ich übe noch, ne? Ich übe noch. Ich übe noch. Ich bin noch am Üben tun. Bin dann noch ein bisschen. Oh, ich habe sicher, ich habe eigentlich auf Anwendung gemacht. Doch, habe ich. So, besser ist es. Ein bisschen besser, ja doch. Oh, Käse. Ja, Freunde, ja. Ich bin so schlau. Aber ich muss ganz trotzdem mal ganz kurz zum Wasser nochmal gehen. Ob das mit der Flasche auch funktioniert. Wie? Ich verstehe es nicht. Das System mit dem Wasser. Das System mit dem Wasser habe ich nicht ganz genau verstanden, wie ich bin. Wenn ich mich jetzt hier reinstelle. In den Behälter für Wasser ziehen. In den Behälter für Wasser ziehen. In den Behälter für Wasser ziehen. Nee, da lasse ich ihn wieder fallen, ne? Ist nicht richtig. Da lasse ich ihn wieder fallen. Das ist nicht richtig. Da ist sie weg. Reinigen. In den Behälter für Wasser ziehen. Ich kann aber nicht ziehen, verdammte Axt. Ist etwas drin? Schmutziges Wasser. Okay. Einfach nur rein. Jetzt habe ich schmutziges Wasser. Okay. Okay. Ich muss jetzt einen Topf finden. Vielleicht ist hier noch irgendwo noch ein anderer Topf. Das war aber blöd gerade, oder? Da habe ich das nicht richtig gezogen. Dann habe ich das nicht richtig rübergezogen oder nicht genau in die Mitte gepackt. Das war unglücklich. Was haben wir denn hier? Oh. Wenn wir mal was anbauen wollen. Haben wir hier schon mal ein bisschen was? Wenn wir mal was anbauen wollen. Was ist das denn hier? Ein Eisenbahnwagen? Hä? Warum? Wie? Weshalb? Okay. Hier war mal. Jetzt brauche ich einen neuen Topf. Fähig ist ja hier einer zu finden. Der andere war ja auch in der Scheune. Mal gucken auch. Ob wir hier irgendwo noch einen finden. Oh, ist das ärgerlich. Das hatten wir einen schönen Topf. Dann passiert da so etwas, weißt du? Oh Mann. Was ist mit dem Rucksack los? Auch wieder so was Grafisches, Fehlerhaftes. Schön. Naja, das Spiel ist noch nicht so ganz, wie es sein soll. Es wird noch dran gearbeitet. Aber ist mittlerweile wirklich. Also es ist ein absolutes cooles Spiel, absolut. Gar keine Frage. So, das ist der Wagen, den wir hinten zusammenbauen können. Ne? Den will ich mir ganz kurz mal eben angucken. Oder brauche ich da eine Fähigkeit für? Brumm, 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 brumm. So. Verwenden. So, habe ich das reingelegt. Kleine Flasche Benzin. Große Flasche Benzin. Kraftstoff entnehmen. Ah, so geht das. So geht das, okay. Autoteile. Ich weiß nicht, was Autoteile heißt. Weiß nicht, was. Ah, da ist Stoff. Yay, wir haben Stoff. Reset-Position. Was habe ich getan? Was habe ich getan? So, Motor haben wir und ja, das weiß ich nicht genau. Autoschaden. Benzin haben wir ein bisschen. Autoschaden.
Bin da noch sehr überfragt. Aber egal, die Sachen sind erstmal drin. Die nimmt uns keiner mehr. So, da sind noch ein paar andere Gebäude gewesen, glaube ich. Ich brauche einen neuen Topf. Brauche dringend einen neuen Topf für Wasser. Dahinter sind noch weitere Gebäude. Nicht nur das hier, sondern da sind auch noch Gebäude. Habe ich noch ein paar Pfeile? Ich glaube nicht, ne? Ne, ich muss noch mal ein paar Pfeile bauen. Und mal ein bisschen meucheln. So, 9 Pfeile wären nicht schlecht, glaube ich. Sammeln wir uns mal 9 Steine. Und 9 Äste. Wir brauchen noch das Designchen vom Rucksack ist auch nicht schlecht gerade. Natürlich ein Grafikfehler. Dann haben wir jetzt 2, 3, 6, 9. Okay, dann brauchen wir noch ein paar Äste. Da können wir mal eben kurz ihn hier machen. So. 5. So. 7. Oh. 7. Den Rest sammeln wir uns so, weil da für die zwei jetzt den ganzen Baum, da finde ich doch öko. Den lassen wir dann stehen. Die Äste finden wir auch hier irgendwo. Wenn ich. Ja, da liegen schon welche. Da liegt schon einer. Das mit den Vögeln gezwitscher finde ich echt sehr cool. Das macht das Ganze echt. Auch wie hart das hier auch ist in der Welt, aber so, da haben wir so ein bisschen Hoffnung, weißt du? Die Welt ist nicht ganz am Arsch. So. Ich finde das Design der Werkbank auch sehr cool. So, Pfeile. Steinpfeile. Mal 9. Machen. Achso, ich muss die erst reinlegen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen. Einzeln immer schon reinlegen. Das ist ja. Warum machen die das nicht einfach? Wir haben die einmal im Inventar. Das ist auch unser Inventar. Warum kann man sich einfach. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich glaube, ich soll es auch nicht verstehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es aber auch anders und einfacher. Ich bin ja wieder mal verwirrt. Das kann alles sein. So, 9 Pfeile. Ja. Der macht jeden Fall einzeln, aber es geht schneller als einzeln. So. Hat er denn den Speer wieder weggeräumt? Achso, ja, der Speer ist ja keine Waffe. Der ist ja eine Waffe und kein Werkzeug. Achso, ich verstehe. Den sollten wir trotzdem dabei haben. Den sollten wir trotzdem dabei haben. So. Ist aber auch schon eine wirklich sehr gute, durchdachte Sache hier mit dem Crafting-System. Gefällt mir ganz gut. Nur weil ich vergesse es halt manchmal schon mal ein bisschen. Jetzt sehe ich gerade, Hot Spicy and Chili. Ist das eine gute Idee, das als Mittagessen zu essen hier in der Welt, wo man eh nicht so viel Wasser hat? Ich glaube. Ich glaube, ich. Ja. Das soll man nur im Notfall essen, weil das macht ordentlich Durst. Aber ein bisschen. Das heben wir uns auf für Weihnachten. Honigfleisch. Leckeres Dosenfleisch. Wundervoll. Dog Meat, bist du da? Dog Meat. Dog Meat aus Fallout. Oh, mal hier mal ein bisschen was reinlegen. Das Heft haben wir gelesen, oder? Was auch immer wir da jetzt erlernt haben. So, das können wir mal weiter hier lassen. Jetzt Munition. Bisschen sortieren. Da ist ein bisschen Stoff. Okay, gut. Ich weiß nicht, wann er genau speichert. Ich mach's nochmal. So, dann haben wir jetzt was für den Bogen wieder. Den Bogen raus. Ich darf nicht so. Ich darf nicht so hektisch sein beim Zombies. Wenn ich schon bei allem hektisch bin. Wie soll es halt werden, wenn, ja, wenn hier ein ganzer Berg Zombies auf mich zukommt? Und das wird passieren. Wenn wir in die Stadt kommen, zum Beispiel. Ich sag's nur, ne?
Wir haben verschiedene Ortschaften, wo eine Menge Zombies wahrscheinlich hier wahrscheinlich, ne? Das wird lustig. Ich hoffe, man kann ja echt den guten Sneaky-Modus verwenden, dass man hier wirklich sich auch durchschleichen kann, dass man nicht zwanghaft kämpfen muss. Das wäre sehr cool. Das wäre sehr nice. So. Das Haus haben wir. Das daneben, da müssen wir mal rein. Und ich hoffe, dass da irgendwie ein Topf ist. Da muss ich mich echt aufpassen mit dem. Mich echt aufpassen mit dem Wasser holen, dass es genau auf die Mitte gelegt wird. Moin! Der Postmann! Wenn der Postmann zweimal klingelt, das gleiche Haus, oder? Ist das gleiche Haus? Oder dasselbe? Mal. Copy and Paste. Warte mal. Das interessiert mich jetzt gerade. Das interessiert mich jetzt gerade. Das wirkt wie mir. Das ist das gleiche Haus, okay. Da nebenan müssen wir rein. Wenn denn hier keine Zombie auf uns wartet. So, wir sind in der Apokalypse. Wir dürfen auch munter im Müll rum. Ja, dürfen wir nicht. Da müsste irgendwas drin sein. Warum guckt er nicht rein? Jeder normale Mensch würde da reingucken. Jeder normale Mensch würde da reingucken. Das lassen wir erstmal. Weil ich noch nicht ganz genau weiß, wie das mit dem Auto funktioniert. Habe ich noch nicht so raus. Oh nein. Ist er drin gewesen? War er drin? Oder war er außen? Möchte, wie gesagt, die Konfrontation ein bisschen meiden, weil ich halt nicht der geborene Kämpfer bin. Wir können nochmal zum Flugzeug gehen. Da gibt es vielleicht auch nochmal ein paar nette Gegenstände. Oh nein. Oh, ich hab's gewusst. Die sind auch in Häusern drin. Die sind auch in Häusern drin, die Assis. Wir gucken erstmal durchs Fenster. Kann gerade keinen sehen. War ja klar. War ja klar. Hey, mit Pferdeschwanz. Das könnten wir sein. Nein. Fehlgeschlagen. Aber wir haben ein paar Pfeile zurückgekriegt, ne? Wir haben ein paar Pfeile zurückgekriegt. Also, finde ich gut. Es klappt also, manchmal hat man echt den Glücksfall, dass man Sachen wieder zurückkriegt. Aber hier ist das erste Mal, dass ich in so einem Spiel echt den Bogen richtig gut verwenden kann. Da ich ja nicht mich zu doof anstelle. Nicht zu doof anstelle. Man hat echt Chancen. Oh ja, eine Baumwollhose. Ja, jetzt haben wir eine Hose. Und Handschuhe. Ja. Wunderbar. Okay, das ist alles schon einfach, ist das hier. Okay. Ja, geil. Warte, da ist bestimmt auch Kleidung drin, oder? Da ist auch Kleidung drin. Sonnenhut. Haben wir da? Baumwollhose. Nehmen wir einfach mal ganz kurz mit. Wir kleiden uns langsam an. Schuhe bräuchten wir noch. Schuhe bräuchten wir langsam noch. Doping? Habe ich gerade Doping gelesen? Na, guck mal da, ein Spiegel. Entweder ich bin der Vampir oder die Engine war nicht ganz ausreichend. Haha. Kenne ich irgendwo. Das ist der Lieblingsspruch, welchen Spiegel sehe in Spielen. Der Spruch aus The Nightfall. Wenn die Dame in den Spiegel guckt und die damit erklären wollen, dass sie das mit dem Spiegelbild nicht hingekommen haben. Ich liebe das. Ey, Funkstation oder Wecker? Schlafzimmer?
Warum kann man hier nicht schlafen? Maschinenbau, Bandteil. Ah, man kann wahrscheinlich nur nach Reihenfolge Bände. Man muss hier rumgucken, um die verschiedenen Bände zu gucken. Man kann die Bände nämlich nur in der Reihenfolge lesen und lernen. Okay, da habe ich irgendwas gehört. Da ist auch einer drin, oder? Da ist auch einer drin, glaube ich. Mach nicht so einen Krach, Junge. Mach doch hier nicht so einen Krach. Oh, hallo. Zum Brutzel. So, der packt halt automatisch in den Rucksack, wenn es voll ist. Das normale Inventar, finde ich gut. Das macht echt Hammer, megamäßig viel Spaß. So, wir haben eine Küche. In der Küche ist ein Topf. Sollte ein Topf sein. In der Küche soll. Guck mal, den kann man jetzt auch mehrfach durchgucken. Der Schrank ist mehrfach anschaubar. Neue Zeitschrift. Ja, wunderbar. Unsere Nahrung ist erstmal gesichert. So ein Campingkocher, den können wir auch mitnehmen, oder? Das wäre doch realistisch. Das wäre doch realistisch. Das wäre doch ganz ehrlich. Da steht ein Topf. Da steht ein Topf. Nimm ihn ja mit. Warum nicht? Da steht ein Topf, du Idiot. Oh, Junge. Ich hatte einen Topf. Ich hatte einen schönen Topf. Ich hatte schon einen schönen Topf. Und dann so etwas, was mir da passiert ist. Ich brauche einen neuen Topf. Dann benutze ich wirklich noch einen Zombie-Kopf. Und mach mir daraus einen Topf. Wie sieht die denn aus? Was hat die denn da drum? Was hat die denn da am Kopf? Das Kopfhörer? Ach, das sind Zöpfe. Ach, Mädel. Die neueste. Alter. Junge, Junge. Ah, Junge. Wollen wir Wasser holen? Ja. Ja. Hier kann man endlich ein Survival-Spiel, wo man einen Brunnen benutzen kann. Endlich. Das würde ich mir vom Mist Survival so wünschen. Das würde ich mir so davon wünschen, dass man endlich mal einen Brunnen einbaut. Oh, Junge, endlich mal ein Spiel, was es nutzt, die Fähigkeit, einen Brunnen zu integrieren. Das ist ja mal mega cool. Ja, das feiere ich ja. Und ich habe immer noch keinen Topf gefunden. Keinen weiteren. Ich würde mich jetzt ärgern, wenn das jetzt der einzige Topf auf der ganzen Welt wäre. Dann hätte ich mich aber hier liegen. Ich hatte einen Topf für ganz kurze Zeit. Ich hatte für ganz kurze Zeit einen Topf. Ich hatte die Chance zu machen einen Eintopf. Okay, da ich habe keine vielen Pfeile mehr, ne? Vier Pfeile habe ich noch. Das reicht, glaube ich, niemals im Leben den Zombie mit meiner Fähigkeit zu Boden zu bringen. Ich brauche mindestens sechs oder so, ne? Also zwei als Reserve. Wäre, glaube ich. Hier habe ich den Topf gefunden, ne? Hier habe ich den Topf gefunden. Lass mich zufrieden, ja? Lass mich bloß zufrieden, Junge. Ich bin angesäuert. Ich bin angesäuert. Und wenn die einen einmal haben, dann sind die aber sehr schwer wieder. Ah, geil, Alter. Sorry, aber es ist einfach so. Es ist einfach cool gemacht. Es ist einfach cool gemacht. Es ist einfach cool gemacht. Tut mir leid. Ich kann nichts anderes sagen. Es ist einfach cool gemacht. Da haben wir noch irgendwo ein anderes Häuslein, was ich. Da hinten ist noch irgendwas. Ich muss eine Chance haben, einen weiteren Topf zu bekommen. Und da muss ich ganz, ganz vorsichtig sein damit. Da hinten ist irgendwas. Ist das nur. Das ist, glaube ich, nur ein Jagd.
Jagdturm oder so. Das habe ich einmal ein Glück gehabt. Dann passiert mir so etwas. Naja, was soll's. Ist ja irgendwas drin zum Looten? Ist hier irgendwas zum Looten? Was ist das denn? Was ist denn das? Was habe ich denn da gefunden? Kräuter, ach so. Kräuter, ich verstehe. Brauchen dringend einen Trinkentopf. Wenn man mittlerweile geht, die Flüssigkeit, wir haben ja durch das Sterben, haben wir ja wieder volle Energie bekommen. Trotzdem muss ich gucken, dass ich schleunigst einen neuen finde. Dass er auch nicht einfach da liegt, das ist mir auch schon bei Miss immer schlecht aufgestoßen, dass er dann plötzlich ins Wasser gefallen ist und dann weg war. Warum schwimmt er nicht einfach da rum? Das will mir auch nicht so ganz in den Kopf. Das will mir auch nicht so ganz in den Kopf. Da ist noch eine weitere Hütte. Da können wir mal reingehen. Vielleicht haben wir ja da jemanden, der einen Topf auf dem Herd vergessen hat. Guck mal, hier ist auch schön hier, ne? Hier zu wohnen, oder? Kann man sich so eine Hütte hier irgendwie selbst für sich. Weiß nicht. Ging das nicht? Bett da reinstellen und so? Die Tür geht irgendwie physikalisch nicht richtig auf. Oh, kann man hier nicht irgendwie. Kann man hier nicht? Kann man hier nicht? Möbel? Ja, das geht! Ja! Hier kann man hau ich, das kann man bewirtschaften, oder? Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Von der Sicherheit her. Aber hier, wenn es grün ist. Synthese. Das geht! Ja! Wir haben ein Haus gefunden! Dann ziehe ich doch hier hin um, oder? Also so eine, man kann also so eine Häuser hier für sich. Aber warum habe ich denn dann so eine komische Bretterverschlag-Ding genommen? Was denn hier? Die man, wo man nicht einmal was reinstellen kann. Sogar mit schönen Blumen und eine schöne Aussicht. Wo sind wir denn hier gerade? Wir sind gerade quasi hier. Nördlich vom ersten Händler. Da ist eine Hütte. Ja, dann lassen wir dann. Ganz ehrlich, dann müssen wir uns doch hier erstmal niederlassen, oder? Das ist natürlich eine Sache, ist blöd. Wir sind fernab vom Wasser. Wir müssen immer zum Wasser laufen. Wir werden uns das hier mal merken. Dieser Ort bleibt mal kurz in unserem Gedächtnis. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich habe es wahrscheinlich eben gleich wieder vergessen. So, dahin kommt gleich, glaube ich, das Flugzeug, ne? Nee, andere Richtung. Da ist die Küste. Da ist die Hütte. Geht eigentlich, ne? Wasser ist da vorne. Eigentlich würde das ja noch gehen. Und vor allem, hier sind keine Zombies in der Nähe, die rumlaufen. Also noch nicht. Wenn man da drumherum was ziehen würde, als Schutz, so eine Stacheldinger. Das ist interessant. Da im Haus kann man also gerade was reinsetzen an Betten und so. Also das würde ich jetzt ganz ehrlich. Würde ich ganz ehrlich sagen. Könnten wir in Betracht ziehen, oder? Kann man nicht so einen Brunnen noch bauen? Kann man nicht so einen Brunnen bauen? Geht das nicht? Holztor, Eisenmauer, Eisentor, Handwagen, Lagerfeuergerüst. Es gibt bestimmt später mit irgendeiner Erlernung, oder? Dass man das irgendwie lernen kann. Oder von The Infected. So eine Wanne, die beim Regen voll läuft. Das würde ja auch noch fehlen. Das fand ich auch eine sehr gute Idee. Wir brauchen einen Topf. Wir brauchen einen Topf. Es macht echt Spaß, hier rumzulaufen, ganz ehrlich. So würde ich mir das auch bei Mist so ein bisschen wünschen, ne? Also das hat sehr viele Ansätze, wo ich sagen würde, Junge, das ist schon. Sag ja, das Spiel, das hat sowieso so einige Spiele beinhaltet.
The Night of the Dead, Infected. Ein bisschen Mist, ein bisschen Mist. Den kleinsten Anteil hat Mist. 7 Days. Und ich sag ja, wenn man sowas hinbekommt, wenn sich alle Entwickler von den ganzen Spielen zusammentun würden, dann würden die so ein Knallerspiel hinbekommen. Ich sag's nur, ne? Dann würden die so ein Knallerspiel schaffen. So, bis hierhin sind wir gekommen im Stream, würde ich gerade sagen, im Let's Test. Hier ist das Motel. Das Motel Schild zumindest. Hier waren aber auch neue Zombies. Das heißt, ich muss nochmal gucken. Ich habe nur einen Pfeil. Werkbank ist zu Hause, das ist natürlich gut. Ich noch mal ein paar Pfeile machen vorher, bevor ich da reingehe. Man muss vielleicht noch mal ein paar Pfeile, oder? Also gut gezielt. Ich muss ganz sagen, ehrlich sagen, man kann sehr, sehr gut zielen. Also man hat echt gute Erfolge. Auch wenn das aussieht, dass das nicht trifft, trifft man sie trotzdem noch. Und das ist sehr, sehr cool gemacht. Cool programmiert. Da würde ich mir wieder wünschen, dass es bei anderen Spielen auch so ist. Auch wenn das aussieht, dass das daneben geht, ist der Pfeil trotzdem noch dem Zombie irgendwo sitzend geblieben. Was mit den Vogelzwitschern? Das war bei Mist ja auch anfangs gut, ne, mit den Vogelzwitschern. Hat am Ende ein bisschen nachgelassen. So, wir haben drei, fünf, ja, machen wir mal fünf. Hier nochmal kurz zurück. Machen wir mal kurz hier den Steinpfeil. Steinpfeil. Dauert ein bisschen länger. Wobei, geht eigentlich, oder? Fast mindestens, eigentlich sogar schneller, oder? Ich jetzt so. Das Gefühl, das geht so schneller. Kann aber tatsächlich auch sein, dass ich mir das einbilde, wie immer. Sagen wir mal wieder ein bisschen was. So, dann weitere Behausungen und eine neue Chance, ein paar Kräuter zu finden. Nein. Einen Topf zu finden. Was ist das da für ein Gebäude? Das ist ein Supermarkt? Ich weiß, dass es hier Gebäude gibt, auch Einkaufszentren, wo eine Menge Zombies drin sind. Ich weiß ganz ehrlich nicht, ob ich. Ach du Scheiße, es ist tatsächlich. Ach du Scheiße. Oh, die Graffitis, cool. Mega, cool. Finde ich geil. Ach du Scheiße, hast du das gesehen? Das war wahrscheinlich noch gar nichts. Das war wahrscheinlich noch gar nichts. Kann ich hier speichern? Kann ich eigentlich das Autosave ausstellen? Also, das wäre für mich eigentlich nicht verkehrt. Steuerungseinstellungen. Kann ich hier irgendwas machen? Ton, Bildschirm. Das geht, glaube ich, nicht, ne? Ich glaube, das geht nicht, oder? Spiel-ID. Blutige Amputation. Temperaturanzeige. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, das geht nicht. Schade. Wenn ihr besser wisst, dann bitte mal in die Kommentare schreiben. Oh weia. Ich muss vielleicht die Schusswaffe benutzen. Problem ist nur, ich weiß nicht, wie die reagieren auf Krach. Ob dann alle angelockt werden, weißt du? Eigentlich ist so der Sneaky-Modus am besten. Natürlich sind ja jetzt wahrscheinlich überall Zombies hier. Aber das Motor sieht einigermaßen safe gerade aus auf den ersten Blick. Willkommen bei Bates Motel. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Map-Designer waren super. Und ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, der Lob kommt noch mehrmals. Der Lob kommt noch mehrmals. Oh. Was war denn das? Kaffeebohnen. Im Motelzimmer. Okay, ich verstehe. Da hat sich einer seine Sachen mitgenommen zum fürs Essen, weil er zu geizig war, im Restaurant zu speisen. Wir brauchen einen Topf. Wir brauchen einen Topf. Einen weiteren Topf. Ich werde nämlich hier wieder gemobbt. Oh!
Desert Eagle G18. Die ist besser, ne? Hallo, eine Pistole. Das ist ja nice. Warte mal. Warte. Haben wir Munition dafür? Oder für Munition? Ne, haben wir keine Munition für. Welche Munition haben wir denn noch? 5,56. 9 mm. Scheint aber nicht die Munition zu sein, die wir gerade haben. Desert Eagle. Alter, da steht sogar die Kugel. 9 mm, die ist es. Wenn ich jetzt die wieder hier reinlege. Die haben wir. Neu die G18, das ist für 9 mm. Okay, dann kann man mal nachladen. Da haben wir immer eine normale Schusswaffe. Finde ich gut. Schuhe bräuchten wir. Sehr dringend sogar. Schuhe bräuchten wir. Hallo! Mein Gott! Im Hotel. Ich glaube, hier haben Terroristen gewohnt. Die haben immer irgendwas geplant. Ich glaube, die haben irgendeinen Anschlag geplant. So viele Waffen hier im Hotelzimmer. Mein Gott, wie viele! Junge, Junge! Ich würde ganz gerne wieder die Grafik ein bisschen umstellen. Aber wenn ich jetzt jedes Mal wieder auf Standard wechseln muss und Kaliber 12 Munition. Das ist die 44er. Waffenöl! Das ist doch das WD, oder? Das sehe ich ja sofort. Das WD 14 oder 40. Das berühmte beste Schmiermittel, was es gibt. Bin voll, definitiv voll. Bin definitiv voll. Zum Glück gibt es keine Zombies hier. Gucken nochmal ganz kurz, was wir hier haben. Für einen Topf lasse ich alles stehen und liegen. Aber warum sollte hier ein Topf sein, weißt du? Warum sollte hier ein Topf sein? Naja, wir gucken mal in der nächsten Folge weiter. Machen wir mal einen kurzen Break und dann, ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und dann gucken wir mal, wie wir uns da weiter durchschlagen werden. Also mal gut, bis dann. Bis zum nächsten Mal.